Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Elder Scrolls Online. Ja, ich gebe zu, dass das alles wesentlich interessanter ist, als ich es mir vor kurzem noch vorstellen hätte können. Ich hoffe, das war jetzt richtiges Deutsch. Wir sind jetzt in Wardenfell angelangt und wir müssen irgendwie hier durchkommen. Kann man da über den Hügel reiten? Um die ersten Schutzzauber... Ich wollte schon sagen, der Netsch ist schon da. Um die ersten Schutzzauber aufzuheben. Oh, das ist gemein. Zitschik-Portal. Direkt hinter Popo von dem. Finde ich nicht nett. So, aber das ist gut, dass es hinter ihm ist und nicht direkt vor ihm. So, Moment. Das ist irgendwo hier gegenüber. Und natürlich bleibe ich erstmal im Wasser hängen. Also, ich gebe ja zu, als ich die Trailer zum neuen Kapitel gesehen hatte, ist jetzt schon, weiß ich nicht, ein halbes Jahr her, glaube ich, wo der erste Trailer rauskam. Da war ich jetzt nicht so angetan, weil das sah irgendwie alles so ein bisschen, diese komischen Kristallwesen und weiß ich nicht, das war alles nicht so meins. Aber als ich dann begonnen habe, gerade jetzt auch mit dieser Linie hier, die wir jetzt gerade machen, ich finde das Ganze so klasse gemacht. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo ich hin muss, dann wäre es einfacher. Hier ist nichts. Hier ist ein Stein. Steinfeld. Okay. Es ist aber nicht der Schutzzauber. Was muss ich denn damit machen? Oh, nee, komm. Ich stehe jetzt gerade so ein bisschen auf dem Schlauch hier, habe ich so das Gefühl. Jetzt komme ich da wieder nicht hoch, ne? Ach, Leute. Hebt den Schutzzauber auf. Ja, das ist ja auch alles toll, aber dann gib mir doch zumindest mal eine Richtung. Jetzt will ich es aber wissen. Das sind nur die Schutzzauber, na gut. Hier unten scheint nichts zu sein. Hier scheint auch nichts zu sein, weil der Typ kommt auch wieder zurück. Der wird wahrscheinlich die gleiche Quest machen, nehme ich mal an. Hier ist aber auch nichts. Also ich habe einen Stein gefunden, aber mit dem Stein kann ich nichts machen. Naja, er macht auch die Quest. Ist genauso ratlos wie ich. Aber finde ich gut, dass ich nicht die einzige Doofe bin, die hier gerade so rumirrt. Oh, hier ist noch ein... Oh, hier. Hier, komm hierher. Hierher. Hier ist der Erste. Scheiße, da unten ist eine, aber da will ich jetzt nicht runterspringen. Wo ist der Typ jetzt hin? Schade, ich hätte ihm sonst noch einen Tipp geben können. Da, Moment, da oben ist auch noch eins. Das ist dann wahrscheinlich in der Nähe von dem Nächsten, nehme ich mal an. Also es sind wieder diese Siegel, die wir suchen müssen. Ah, da unten ist eins. Das ist doch schon mal gut zu wissen. So. Hier war doch gerade auch noch irgendwas, oder nicht? Moment. Komme ich denn jetzt hier wieder? Komme ich denn hier hoch? Nein, da komme ich nicht hoch. Alter. Ich komme hier nicht mehr raus. Hilfe. Ah! Moment, hier komme ich hoch, oder? Ich muss doch erstmal wieder hier so ein Dings holen. So. Jetzt aber. Ich denke mal, dass das jetzt wahrscheinlich in einer anderen Richtung liegen wird, oder nicht? Sollte auch theoretisch irgendwo offensichtlich... Irgendwo offensichtlich ist auch nichts. Hier ist auch nichts. Ja, das ist ja auch schon wieder außerhalb. Nee, Moment, da bin ich jetzt viel zu weit. Ah. Leute. Helft mir doch mal. Wo muss ich denn hin? Keiner weiß so genau, wo er hier hin muss. Doch nicht normal. Wir müssen uns doch gegenseitig helfen. Ich finde das Dritte jetzt wirklich nicht.
Aber wir scheinen ja alle zu blöd dafür zu sein. Also irgendwie, entweder haben sie das so gut versteckt. Moment, hier ist der Kreis auch schon wieder zu Ende, ne? Ist das eben so oben oder so, dass ich da... Jetzt muss ich wieder hier rein. Das ist doch nicht normal. Ach, ja, ich bin tatsächlich so blöd. Oh mein Gott, da oben. Schau es dir an, da oben. Er hat's gesehen. Okay, und eins ist, glaube ich, eins ist da hinten. Da ist auch eins. Da, geh mal gucken. Ich glaube, da war auch eins. Ich hoffe, ich habe in die richtige Richtung gezeigt. Okay, wir nehmen mal das Fragment. Oh mein Gott, hebt den zwei... Oh Gott, das waren noch nicht alle. Wo muss ich denn jetzt... Ach so, stimmt, ich muss zu einer anderen Stelle. Okay, also, ich werde jetzt mal hier rüberporten und dann sehen wir uns gleich im Balmora wieder. Bis gleich. So, wir sind in Balmora und wir haben wieder große... Ich fasse es nicht, dass wir uns an jemanden von außerhalb des Hauses wenden sollen, um Veja zu finden. Ja, ja. Ach, da. Ich war jetzt gerade ein bisschen verwirrt, weil ich doch hier schon gequestet habe. Aber klar, wir haben ja nur die Hauptquest gemacht. Die anderen hatten wir ja noch nicht. Jetzt gucke ich mal schön hoch und sehe trotzdem nichts. Das ist bestimmt unten irgendwo beim Wasser, oder? So, irgendwo ist das gut versteckt. Entweder beim Wasser. Hier ist der Kreis, der geht hier so rum. Oder geht schon in den nächsten Kreis rein hier? Es muss irgendwo beim Wasser sein. Ich wette mit euch. Ich sehe das jetzt nicht, weil ich zu weit... Da! Da hinten! Da hinten! Ihr Schweine, ich komme so schnell nicht dahin. Moment, ich wollte gerade sagen, der resettet sich jetzt eh wieder. Ich hab's doch gewusst, dass das irgendwo hier unten ist. Lasst mich jetzt nur so schnell hier runterlaufen. Man sieht in der Mitte übrigens über meinen Namen... Wie lange das Ganze läuft, also noch 18 Sekunden jetzt. Das ist schon mal eine gute Orientierung. Wenn man hier total gehetzt durch die Straßen läuft, so wie ich gerade. So, jetzt suchen wir noch den Fokuspunkt. Ist der hier oben? Ja, okay. Wie komme ich denn da rum? Kann ich da rüber? Kann ich das von hier aus machen? Kann ich beides nicht, okay. Müssen wir uns eben einen anderen Weg suchen. Ah, nee, halt, stopp. Ah, es geht von hier aus. Yes. Ihr würdet jetzt sagen, auch ein blindes Huhn findet mal einen Korn. Auch eine total verwirrte Gameplayerin findet mal ihr Ziel. Das ist meine Lebensweisheit. So komme ich durch jedes Spiel. Oh, das hat sich sogar geheimt. Okay, wo ist der Fokuspunkt auf der anderen Seite? Bestimmt wieder hier oben. Ja, ja. Ich höre ihn schon, ich sehe ihn schon, beziehungsweise sehe den Fall schon. Frage ist nur, wo müssen wir jetzt hin? Ach, die machen das immer so, dass man es nicht direkt sieht. Ist doch gemein. Da muss man ja suchen. Da stand doch gerade irgendwas. Da kommt man nicht rum. Muss ich bestimmt da durch. Aber meine Zeit läuft. Ach, nein, ich muss nicht da durch. Okay, wir haben eins. Sehr schön. Oh mein Gott. So, hebt den dritten Schutzzauber auf. Oh Gott, aber es ist lustig irgendwie. Also, ich bin ganz ehrlich, ich habe lange nicht mehr so einen Spaß gehabt bei Teso, bei solchen Quests. Wir müssen, ach ja, in das unaussprechliche Verlies. Ja. Ich glaube, es ist am besten, wenn wir dann dahin gehen. Dann mache ich mich mal eben dahin auf und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja! So, ich hoffe mal, dass wir von dieser Seite aus auch tatsächlich da reinkommen. Deswegen werde ich den Weg auf jeden Fall... Hier kommt man gar nicht rüber. Auf jeden Fall mal eben nicht wegschneiden. Ich bin gerade so verwirrt, dass ich selber gar nicht weiß, wo der Eingang ist. Aber so findet ihr ihn auf jeden Fall. Da, da ist der Eingang. Ich glaube, von der anderen Seite kam man sogar besser darum. Von hier aus bin ich sonst, glaube ich, nicht rumgelaufen. Okay.
Hebe den dritten Schutzzauber auf. Zierung. Alter, blockier doch nicht meinen Weg. Wenn du mit jemandem kämpfen willst, nimm Funke, die ist bereit. Ey, du faule Socke. Ich dachte, du bist bereit. Teleportiert die sich einfach neben mich. Ich glaube, Takt. Ah, Gott. Okay. Es ist mit hoch und runter und Seiten. Das ist genau diese Stelle, wo es am blödesten ist, um sowas hinzubauen, ganz ehrlich. Gut. Wir gucken mal von hier aus. Ich sehe einen hier unten. Ich komme aber nicht von hier aus ran. Doch, von hier aus komme ich ran. Okay, das war der erste Streich. Das ist tiefer. Moment, da muss ich hier irgendwo... Irgendwo konnte ich so einigermaßen safe runterspringen. Naja, wenn man geblockt hat zumindest, war es einigermaßen sicher. Oder ich könnte darum gehen. Hallo? Ich höre was, aber ich sehe nichts. Wir gehen einfach mal hier durch. Wir machen jetzt die schnellere Variante, in der Hoffnung, dass wir den dann nicht... Oh, nicht dadurch ziehen. Was bist du denn für ein Idiot? Ich wollte den nicht ziehen und du ziehst den zu dir? Keine Gnade, dann lasse ich dich halt alleine da sterben. Ist mir egal. Ja, ich bin böse, ich weiß. Aber ich habe jetzt auch nicht die Zeit, um da jetzt großartig anzuhalten, weil ich möchte gern... Oh, ist das dein Ernst? Ist das wieder diese Entdecktsache? Das nennt man Karma, weil ich dem nicht geholfen habe. Jetzt geht's aber, oder? Die Scherbe, warum auch immer ich die schon habe. Ach so, direkt hier. Kann ich ja noch lange suchen. Der nächste ist wieder höher. Ja, vielen Dank dafür. Da muss ich irgendwie jetzt wieder einen Weg finden, höher zu kommen. Wie war das nochmal? Ah ne, ich bin ja hier runtergelaufen. Ne? Können wir das so machen? Oh, jetzt sag mir bitte nicht, dass die den wirklich umgebracht haben. Ah ne, der ist nach oben gelaufen, ne? Ich hatte jetzt gerade mal kurzzeitig ein schlechtes Gewissen. Lass mich mal hier durch, bitte. Ich habe gerade keine Zeit zu spielen. Nee, das war er, glaube ich, hier. Das ist... Hakt das hier so? Treff bitte, treff bitte. Oh, danke. Ich dachte, ich verreck jetzt. Och, nö. Och, komm. Den kann ich doch gar nicht gezogen haben. Also ja doch, den habe ich... Ja, okay, ich habe den gezogen. Da unten. Wie komme ich denn da hin? Gar nicht. Kann ich von hier oben machen. So schön. Manchmal muss ich da nah ran und manchmal reicht das, wenn ich davon weit weg rangehe. Also das ist irgendwie ein bisschen komisch. Enthüllt die Netztür. Die ist aber nicht hier, sondern... Ich gehe hier mal so ein Stückchen... Jetzt ist ja auch noch eine Vimasphäre. Ich wollte eigentlich mal ein Stück weit weggehen, damit man gucken kann. Die ist hier unten. Und genau da in der Nähe, wo ich keinen Wegschrein habe. Wunderbar. Das heißt, ich mache mich mal eben dahin auf und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wir sind in der Nähe. Also, da. Okay. Ja, warum wundert mich das jetzt gerade nicht? Wir müssen die richtige Tür finden, ne? Die ist extremst lila. Und war die falsche. Okay. Können wir die einfach alle testen? Oder ist das... Moment, da hängt das Ding tiefer. Moment. Aber es hat, wie schon vom... Ne, Moment. Da ist noch eine Tür übrig.
Also ich hätte es gerne anders herausgefunden. Huch, da ist er runtergefallen. Aber letztendlich haben wir dann doch die richtige Tür gefunden, indem wir einfach durch die Türen gegangen sind. Meine Grotte, ihr habt den Mensch gefunden. Ich hoffe, ich erfülle eure Erwartungen. Naja, da ich nicht besonders große Erwartungen hatte, auf jeden Fall. Seht, meine Schönheit, meine Pracht. Ein Geschenk an euch, nicht Ulfsild. Ihr scheutet keine Mühen, um mich zu finden. Natürlich kenne ich den Grund. Ich kenne immer den Grund. Bestätigt es mir bitte. Ulfsild weilt nicht mehr unter uns, richtig? Ja, Ulfsild ist tot. Ich trete in ihre Fußstapfen, um die Kunst der Schriftlehre zu meistern. Sie sagte, dass so etwas passieren könnte. Ich hoffte, dass sie sich irrt. Das tat sie nämlich häufig. Nun, keine Ulfsild, kein Problem, nicht Ulfsild. Ihr habt ein schwereloses Herz, das spüre ich. Das wird ein belebendes Erlebnis. Fangen wir an. In Ordnung, wo fangen wir an? Öffnen wir die Tür zu meiner Domäne und lassen wir ein wenig meiner Schönheit, meiner Erhabenheit in die Schola. Leg die Fabel auf das Podest. Ja, die Originalfabel, nicht die neue und verbesserte Version aus meiner Tentakel. Die wird leider nicht funktionieren. Ach, warum denn wohl nicht? Ich platziere die Fabel. Aber wohin? Da hinten. So. Manchmal reicht es auch, wenn man auf die Karte guckt. Okay. Ihr habt eine solch erstaunliche Weise, Bücher abzulegen. Höchst vorsichtig. Man muss ja auch immer gut auf Bücher aufpassen, ne? Ich soll euch auf die Probe stellen. Aber Proben sind eine schwere Sache und verderben die Leichtigkeit. Mir sind Spiele lieber, einfacher zu gewinnen. Und auch so kann man beweisen, wie schlau man ist. Hört nur, wie ich nicht mehr aufhöre zu reden, wie der Drache. Auf jeden Fall habe ich ein paar Spiele, die wir spielen können. Welche Spiele schweben euch denn so vor? Spiele, die die Leute freier atmen lassen. Spiele, die zeigen, wie schwerelos das Leben sein kann. Es gibt viele, die die Hilfe meiner wohlwollenden und liebevollen Tentakel brauchen. An welche Hilfe hättet ihr gedacht? Alles, was einem Last von den Schultern nimmt. Gesundheit oder Glück, sogar Gold. Ulfsild wollte mir das Konzept von Gold erklären. Es klang für mich deprimierend, aber offenbar mögen die Leute es. Ich habe hier eine Liste von Spielen, die ihr spielen könntet. Nein, die Leute mögen es nicht, aber die Leute brauchen es, um das Gold gegen was anderes zu tauschen, weil das ist halt nur ein Tauschhandel. Wo finde ich die Liste? Ihr müsst das Land auf der Suche nach 7 Kugeln durchstreifen. Nur mit den Kugeln in Händen. Wenn der Krieger hoch am Machthimmel steht, dürft ihr einen Wunsch. Ich mache nur Spaß. Sie sind schon hier. Nehmt euch nur derer an, die euch am schwerelosesten machen. Den Rest übernehme ich. War das jetzt eine Anspielung auf Dragon Ball oder was? Das waren 7 Kugeln, glaube ich, ne? Dann lese ich eure Liste. Mal sehen, was ihr aus meinen kleinen Spielen macht. Bei den besten Spielen bemerken andere gar nicht, dass sie mitspielen. Dann ist die Reaktion deutlich heiterer, wenn sie feststellen, welch freudigen Streich wir ihnen gespielt haben. Oh Gott, ich habe ein paar Fragen. Boah, natürlich habt ihr die, nicht Ulfsild. Wie könntet ihr noch schwereloser werden? Warum habt ihr keine Tentakel, wo ich doch mit so vielen gesegnet bin? Warum solltet ihr euch mit den anderen Erleuchteten abgeben, wo ich doch hier vor euch bin? Ich kann euch nicht alle Mysterien des Lebens beantworten, aber ich werde es versuchen. Ihr habt Ulfsild mehrere Male erwähnt. Was hat sie euch bedeutet? Ah, sie war eine wahrlich grenzenlose Seele. Ulfsild war eine höchst quirlige Gefährtin, fröhlich, überschwänglich, witzig. Sie war schlau und hat mich viele Dinge gelehrt, sehr nettig.
Ob sie wohl einen Nettie unter ihren Ahnen hatte? Die kam mir ehrlich gesagt gar nicht so quirlig und überschwänglich vor. Welche Erinnerungen habt ihr an sie? Oh, viele Dinge. Sie hatte einen akuten Mangel an Tentakeln. Es war vor allem prägnant. Ihre Vertraute, die Krähe, war fast ebenso prägnant. Und sie hatte dieses, wie sagt man noch gleich, dieses bärtige Wesen, das sie so mochte. Charlie irgendwas. Charlie Doof vielleicht? Meint ihr ihren Ehemann, Charlie Doof? Woher soll ich das wissen? Ich traf ihn nur einmal und er war ganz und gar nicht schwerelos. Ulfsild verbrachte einen Großteil ihrer Zeit hier, frei von ihm. Ich fand immer, dass sie allein deutlich höher schwebte. Sie wäre ein toller Nettie geworden. Was bedeutet euch die Kunst der Schriftlehre? Schriftlehre ist die Schwerelosigkeit des Verstandes. Das Schweben in eurer Seele. Auftrieb in euren ganz eigenen Fertigkeiten und Zaubern. Ich finde die Vorstellung, dass alle alles auf dieselbe Weise machen, nicht nur langweilig, sondern auch grauenhaft tragisch. Und deshalb habt ihr Ulfsild geholfen, die Kunst zu perfektionieren? Da habt ihr eure Tentakel verheddert. Ulfsild war es, die mich lehrte. Oh, ich teilte meine Ansichten und Meinungen mit ihr, wie ich es gern auch mit euch tue. Aber wir Erleuchteten lernten so viel von der Erzmagierin, wie sie von uns lernte. Können wir über die Erleuchteten sprechen? Das Thema ist mir eigentlich zu langweilig, zu trist, zu schwer. Aber ich beantworte euch gern alle Fragen, die ihr habt. Wenn ich anderen Wissen anbiete, bleibe ich schwerelos. Was haltet ihr vom Indrik? Er ist so ernst, so alt, so konzentriert. Zu konzentriert für mich. Ich lasse mich lieber von den Winden tragen, wohin sie wollen. Der Indrik hätte gern, dass wir einen Sinn ergeben, aber das tun wir nicht. Also warum sollte man sich deswegen groß die Tentakel verheddern? Wie steht ihr zum Drachen? Meine perfekte Gestalt hat keine Augen, nicht Ulfsild, aber stellt euch vor, sie hätte welche. Nun stellt euch vor, dass ich sie rolle. Sie hält sich für so schlau, aber sie ignoriert selbst einfache Wahrheiten, wenn sie direkt vor ihrer Schnauze liegen. Also ich gehe mal davon aus, dass der Drache, wie die Drachen ja generell normalerweise für die Weisheit stehen, das heißt, der Greif könnte vielleicht für einen Kampf stehen. Was haltet ihr vom Greifen? Eine schwere Seele, aber er meint es gut. Über die Jahre hat er aus den Augen verloren, was er wirklich will. Man könnte sagen, sein Bild der Gerechtigkeit ist eingefroren, etwas vereist. Ah, stimmt. Ihr versteht diesen Witz noch nicht. Das wird erst später lustig. Ich hoffe mal nicht, dass wir den erstmal auftauen müssen. Ich hätte noch ein paar weitere Fragen. Oh, natürlich habt ihr die nicht, Ulfsild. Wie könntet ihr noch schwereloser werden? Warum habt ihr... Ja. Könnt ihr mir etwas über euch erzählen? Stellt es euch vor. Ein ehrwürdiger Gelehrter zieht arkane Runen über einen kunstfertigen Beschwörungskreis. Nein, das war nur ein Scherz. Meine Geburt war ein magischer Unfall und zutiefst langweilig. Deswegen versuche ich auch immer so fröhlich und schwebend zu sein. Die Existenz ist, was man daraus macht, nicht Ulfsild. Das ist richtig. Warum habt ihr euch für die Gestalt eines Netches entschieden? Ist das denn nicht offensichtlich? Seht mich doch an. Ich bin außerordentlich schwerelos. Perfekte Sinnlichkeit. Oh, ich verstehe. Ihr hofft auch eines Tages eine perfekte Gestalt zu haben. Setzt eure Studien fort, nicht Ulfsild. Vielleicht steigt euer unvollendetes Gefäß ja irgendwann einmal auf. Okay. Ja, meine Stimme möchte heute einfach nicht mehr weitermachen. Aber wir müssen die Spiele des Netsch noch durchlesen. Dann würde ich sagen, ist das eigentlich der perfekte Zeitpunkt, um mal eben einen kleinen Cut zu machen, weil die Folge ist ohnehin schon so lange.
Und ja, dann werden wir in der nächsten Folge, hoffentlich passt das alles in eine Folge, uns darum kümmern, was der Netsch eigentlich von uns möchte, beziehungsweise die ja, Ziele. Ich denke mal, es wird immer so alles das Gleiche in etwa sein. Müssen wir dann ausfindig machen und herausfinden, wobei ich denke, es wird bei ihm schwieriger. Und herausfinden, was er eigentlich von uns will. Ich bin wirklich mal gespannt. Ich sag dann erstmal bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.